Hallo zusammen, mich hier ist wieder Hotella und heute bin ich wieder für euch in Shadowlands unterwegs. Und zwar wollte ich euch heute wieder so einen kleinen Toy Guide präsentieren. Heute sind wir mal wieder an einem Toy auf der Schliche, das in einer Kiste ist. Und zwar haben wir hier unten eine Kiste und dort befindet sich ein Toy drin, dessen Namen ich nicht vermag auszusprechen. Fethyrinx oder irgendwie so. Und wie wir uns das holen können, will ich euch mal zeigen. Wir müssen nämlich einmal eine Laterne holen und diese Laterne befindet sich hier oben. Heißt, wir sind auf den Koordinaten 46, 70 hier unten im Adenwald. Da sammeln wir jetzt eine Lampe auf bei diesem kleinen See und dann laufen wir runter auf die Koordinaten 44, 75. Wo ist diese Lampe? Und zwar hier seht ihr diesen kleinen See oder Teich, würde ich jetzt mal eher dazu sagen. Und dort haben wir diese Lampe, die können wir anklicken. Und wenn wir die Lampe angeklickt haben, dann haben wir so ein Licht um uns rum. Und jetzt müssen wir runter zu der Kiste, denn diese Kiste ist in so einem dunklen Nebelgehauch eingehüllt quasi und wir können nur die Kiste öffnen, wenn wir hier diesen Lampenbuff drauf haben. Das hat jetzt die ersten Tage vom Addon gebuggt, sprich man konnte dann die Kiste nicht aufmachen. Jetzt wurde es entbuggt anscheinend von Blizzard und dementsprechend gibt es jetzt das Video, beziehungsweise ihr könnt das dann auch nachbasteln. Ich habe das Ganze schon versucht dreimal aufzunehmen und jedes Mal hat es gebuggt, war ein bisschen nervig. Jetzt hat es nicht geklappt. Blizzard... Oh boy, habe ich jetzt den Loot nicht gekriegt. Ich hasse dich, Blizzard, warum? Jetzt habe ich die Kiste aufgemacht, aber habe den Loot nicht. Jetzt sagen wir bitte nicht... Kiste hat gezählt, aber wo ist mein Toy? Was ist mit dir? Sodala, jetzt haben wir doch noch Glück gehabt. Und zwar, ich habe jetzt hier nach einer Stunde Post bekommen... Und was haben wir hier drin? Sowohl das Schwert, was in der Kiste ist, als auch das Toy. Ich dachte schon, ich muss ein Ticket schreiben. Heißt, wenn es bei euch genauso ist, alles kein Stress. Ihr kriegt es nachgeschickt. Jetzt können wir die Flöte auch einmal lernen und ausprobieren. Und zwar spielt die Flöte. Mal gucken, was dann kommt. Okay, also hören tue ich jetzt nichts. Ich habe den Sound aber jetzt nicht sonderlich laut. Man nimmt halt diese Flöte in die Hand und hat dann hier so ein paar Noten, die drüber schweben. Sonderlich spektakulär ist es jetzt nicht. Hat 12 Sekunden Abklingzeit. Ja, ist so eine Panflöte, oder? So sieht es zumindest aus. Ja, auf jeden Fall nicht schlecht. Und ja, damit wären wir wieder am Ende von dem kleinen Toy Guide. Hat mich gefreut, dass ihr dabei wart. Und wenn ihr wollt, könnt ihr gerne beim nächsten wieder reinschalten. Euer Tilla, bis dann. Ciao.